Eishockey ist zurück. Neue Saison, neue Runde. Drive.de Trash Talk Taxi mit Patrick Hager und dem Ronny. Warum Ronny? Ronny hat mir einen Spieler damals, Alexander Bartha, in Hamburg gegeben, weil ich im Osten geboren bin. Und für ihn war das so ein typischer Name aus dem Osten. Ja, aber eigentlich bist du ja Bayer, oder? Ich weiß gar nicht, woher ich überhaupt bin. Ich komme von überall. Erstes Spiel heißt schnelle Fragen, schnelle Antworten. Oh. In meinem nächsten Leben werde ich? Ja, das war schon richtig schnell, Flecki. Ein MMA-Kämpfer werde ich, ja. Wow. Bist du der McGregor vom EHC? Der bin ich. Wie viele Fights hast du in der Liga schon gehabt, Flecki? Ich hätte gedacht, der Pinner ist euer Herz, der Typ. Ja, ist er wahrscheinlich ja, auch. Ich sag ja nicht, dass ich jetzt auf dem Eis ein Prügler bin. Also ich bin eigentlich Tore schießen. Du bist eigentlich ein Fighter. Nein, bin ich nicht. Ich sollte eigentlich Tore schießen. Wir reden ja vom nächsten Leben. Was ist los mit euch? Also im nächsten Leben willst du lieber ein Fighter werden. Ja, im nächsten Leben bin ich im Käfig. In meiner Jugend war ich Fan von? Tatsächlich von München Barons. P1 oder Bautzen? Bautzen kenne ich gar nicht. Patrick, kannst du bitte erklären, was ein Bautzen ist? Bautzen ist eine schäbige Bar. Eher exklusiv oder eher, ja. Bautzen gehe ich. Ja, also das ist immer der größte Schmarrn überhaupt. Warum? Ja, du kannst ja nicht sagen, dass du eher in die Bautzen gehst wie ins P1. Jetzt kommen wir in den Schmarrn rein. Ja, es kommt ja darauf an. Manchmal habe ich halt Bock auf ein bisschen schicker, manchmal habe ich aber auch Bock so ein bisschen lockerer einfach. Wenn ich kein Eishockey-Profi geworden wäre, dann wäre ich? Ich wäre vielleicht Gärtner geworden. Da war ich in der Schule, hab einen Katalog bekommen mit allen Jobs oder Sportarten und konnte mal so einen Schnupperkurs machen. Und ich wollte unbedingt Gärtner. Da hat sie aber gesagt, nee, ist total überfüllt, mach doch bitte was anderes. Dann bin ich am nächsten Tag mit meiner Mutter dort in die Schule. Dann hat sie gesagt, ja, nimm mir doch bitte mal da rein. Das ist doch jetzt wegen einer Person, das ist jetzt nicht so schlimm. Da sagt sie, nein, das ist wirklich so überfüllt. Aber Eishockey ist ja auch ganz neu jetzt. Warum probierst du das nicht aus? Und so bin ich zum Eishockey gekommen. No way. Das ist krass, ne? Welches Eishockey-Spiel würdest du am liebsten nochmal wiederholen? Ja, ich würde sagen, das Finale, wo wir Deutsche Meister geworden sind, das letzte Spiel. In welchem Film würdest du am liebsten die Hauptrolle spielen? Da würde ich, wie heißt er? Wie heißt denn der Film? John Wick. Mein peinlichster Moment in der Kabine? Jeden Tag, wenn das T-Shirt auszieht. Boah. Oh, Anhalter. Rosenheim, geil. Den nehmen wir mit. Ja. Hey. Gib mir das. Hier, falls jemand dahin fährt, bitte einmal mitnehmen. Alright, bonne chance. Die hast doch du gekauft, oder? Die hast du da hingestellt, dass du jetzt hier Französisch sprechen kannst. Warte mal ab, wer noch alles kommt. In meinem nächsten Leben wäre ich am liebsten? Gärtner. Das wäre eine geile Antwort gewesen jetzt. Grundschullehrer oder sowas, ja. In meiner Jugend war ich Fan von? Bayern München. Ich dachte HSV, hast du mal gesagt zu mir. HSV mag ich erst seit ein paar Jahren, seitdem die jedes Jahr 7 oder 8 Dinger gegen Bayern kriegen. Seitdem finde ich die überragend. Welches Eishockeyspiel würdest du am liebsten noch mal wiederholen in deinem Leben? Wahrscheinlich das Halbfinale von der WM 2010. Ich habe im Viertelfinale das Gelenk im Finger gebrochen und konnte nicht spielen. Dementsprechend, wenn ich gesund gewesen wäre, hätte ich natürlich gerne die Chance gehabt, da im Halbfinale auch aufzulaufen. Und das, wenn ich jetzt noch mal machen könnte, wäre natürlich super. Soll ich dir das Lenkrad so lang halten? Du solltest auch Gas geben und rennen. Wir haben für jeden von euch Chuck Norris Witze mitgebracht. Die haben wir auf euch umgeschrieben, quasi. Geil. Und ihr müsst euch die gegenseitig vorlesen. Und das Spiel ist ganz einfach. Wer als erster lacht, hat verloren. Seitdem Jerome Flake schwimmen kann, ist Ariel nur noch eine Meerfrau. Ja! Ah, Game over! Ja, da kann man schon aufhören. Ja, geil. Nächstes Spiel bitte. So, liebe Leute, dem habe ich jetzt erstmal die Sitzheizung angemacht. Und hier die Seite von ihm auf 29. Jetzt gucken wir mal. Boah, du Arsch, hast meine Sitzheizung angemacht. Wer war das? Der kleine Ronny. Ich? Ich habe nichts damit zu tun. Ah, ja, das Sitzheizungsspiel. Das könnt ihr leider nicht sehen hier. Das könnt ihr leider nicht sehen. Er hat erkannt, dass die Sitzheizung an ist, aber technisch hat er es nicht drauf, die auszuschalten. Ich weiß nicht, wie es geht. Nein! Du musst fahren, weil hinter dir warten alle. Ich weiß nicht, wie die Sitzheizung ausgeht. Ja, war das jetzt ernsthaft? War das jetzt der Blick? Hilf mir bitte. Nein, jetzt kommt Wahnsinn. Hilfst du mit? Jetzt kommt die Hilfe. Die Hilfe. Ja, sag mal, was ist denn hier los? So, Männer, jetzt kommt mein Lieblingsspiel. Wer gibt unter der Dusche die bessere Figur ab? Ja, das ist ein Witz. Was?
Das ist ein Witz. Wer vergibt eher eine hundertprozentige Chance von euch beiden? Den, wenn du halt vors Tor hinschiebst, dass er da steht, dann haut er die Dinger schon rein. Du musst ihn halt nur irgendwie da hinschieben. Ja? Das ist halt immer das Problem. Wer bekommt mehr Strafzettel? Eindeutig der Ronny. Ja, hundertprozentig. Der Ronny hat auch die Parkplätze in der zweiten Reihe erfunden. Ne? Wer zahlt mehr in die Mannschaftskasse ein von euch beiden? Alter. Ich zahle gerne in die Mannschaftskasse. Für die Mannschaft. Da bin ich mal gespannt. Ja, wirst du sehen. Also einige Jungs haben gesagt, dass du mal einen Igel um deinem Geldbeutel hast, Kamerad. Am meisten in den letzten Jahren immer gehabt. Wer verbringt mehr Zeit auf der Strafbank von euch beiden? Ganz eindeutig. Dreckiger Spieler. Ja, hat er recht. Ja. Wer gibt sinnloser Geld aus von euch beiden? Ja, das bin ich. Ey, das bin ich auf jeden Fall. Aber ich genieße das Leben dafür. Jungs, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Danke. Servus. Ich wünsche euch eine schöne Saison. Dankeschön. Dankeschön.